Ebenso. Ja, und damit heiße ich euch, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, und zwar von One Piece Pirate Warriors. Richtig. Das ist eines der Videospiele, die ich schon seit langem Let's Playen wollte, und endlich habe ich jetzt die Möglichkeit dazu gefunden, endlich es zu machen. Ja, One Piece. Ich glaube, jeder muss schon eigentlich wissen, was One Piece ist. One Piece ist ein sehr berühmter Anime und auch sogar und auch dazu auch noch ein Manga von Eiichiro Oda. Und dieser Anime ist eines der legendärsten Animes überhaupt. Soweit ich weiß, geht er immer noch weiter, weil ich habe schon seit langem One Piece nicht mehr angeschaut. Also bitte schlag mich jetzt bitte nicht oder seid nicht böse auf mich. Ich habe wirklich One Piece schon seit langem nicht mehr angeschaut. Aber keine Sorge, ich werde auf jeden Fall den Rest auf jeden Fall dann nachholen. Ja, Pirate Warriors. Soweit ich weiß, ist das der erste Teil der Pirate Warriors Saga. Es gibt insgesamt 4 Teile, obwohl auch laut den Gerüchten zufolge auch ein 5. Teil schon in Planung steht. Ja, das Spiel kam am 21. September 2012 in Europa auf den Markt. Für PlayStation 3 übrigens, nicht für Xbox oder PC, sondern nur für PlayStation 3. Und soweit ich weiß, war es auch das erste One Piece Spiel, das für PlayStation als offizielles Videospiel der One Piece Reihe rauskam. Ich glaube, davor gab es noch ein anderes Spiel namens, ich glaube, etwas mit Adventure hieß es auf jeden Fall. Aber Pirate Warriors ist auch eines von diesen Spielen. Und ja, ich weiß, soweit ich weiß, basiert Pirate Warriors auf, wenn ich mich nicht irre, auf den ganzen Anfang der One Piece Saga. Ja. Und wir steuern hier natürlich selbstverständlich auch keinen anderen als Ruffy, und wir werden ihn dann auf seinen Abenteuer hier begleiten. Und wir werden dann mal schauen, was da alles passieren wird. Ich würde mal sagen, starten wir unser Abenteuer bei One Piece Pirate Warriors. ルフィ以外はな、おめえらも取っとこいよ。海軍に見つかると面倒だ。了解。42番グローブ海岸だな。そうだ。後で会おう。なんだ。聞いてなかったのか。えっとな、海軍来る。俺たち船逃げる。わかるか。なんで片言だ。用事か。文章で説明しやがれ。脳が筋肉のバカには、これぐらいがいいかと。よし、後でお前切る。それより、あっちの島騒がしくねえか。本当だ。 あっち、うるさい。土壌戦争に投入された海軍の人間兵器がなぜここに。 海賊麦わらのルフィ確認。危ねえ。何すんだ。よっと。行くぞ。 Okay. Jetzt fangen wir schon sofort an. Ja, hier müssen wir ja ein kleines Tutorial hier abschließen. Und ja, wie ihr da auch gerade gemerkt habt, dieses Spiel hat auch Quicktime-Events.
Okay, wieder Fjerk. Okay, drehen. So. Okay, jetzt rastet er aus. Gum Gum Gatling. Okay, die Marine will es wissen. Kein Problem. Und ja, ich habe am Anfang noch vergessen zu sagen, One Piece Pirate Warriors ist ein Action-Adventure-Beat'em-up-Spiel. Und ja, hier gilt es nur darum, dass wir hier die Gegner verprügeln müssen und hier bestimmte Quests sozusagen auch erledigen sollen. Okay, jetzt muss ich gleich die Gamma-Rakete benutzen. Und ja, einige von euch haben das bestimmt auch schon gemerkt. Das Prinzip hier basiert auf auch ein sehr, sehr gut bekanntes Spiel, und zwar namens Dynasty Warriors. Denn dadurch hat sich auch dieses Beat'em-up-Action-Adventure-Stil daraus auch erschaffen. Und ja, dann hat sich auch dann One Piece auch sich dazu entschlossen, das auch mal auszuprobieren. Und die haben dann mit Pirate Warriors dann auch diese Serie auch dann geschaffen. Soweit ich weiß, Legend of Zelda hat sowas ähnliches auch gemacht. Und ich glaube bei Final Fantasy gibt es auch solche ähnliche Titel. Beziehungsweise solche ähnliche Spiele. Falls ich da falsch liege, könnt ihr mir gerne das in die Kommentare schreiben. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Legend of Zelda, One Piece und noch irgendeine andere Serie hat auch dieses Prinzip auch übernommen. Okay, wieder Quicktime. Es gibt hier auch unter anderem auch kleine Bossgegner, die wir hier auch bekämpfen müssen. Und am Ende eines großen Levels erwartet uns natürlich da auch ein sehr, sehr großer Bosskampf. Ich kann mich auch auf jeden Fall daran erinnern, dass Pirate Warriors, also der erste Teil, an... Wie hieß es nochmal? Lass mich mal kurz erinnern. Ich hoffe, ich lege da nicht falsch. Falls ich da was hier falsch sage, oder falls sollte ich mich dann da irgendwo irren, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Aber bitte jetzt hier keine Gefluche oder sonstiges. Jeder kann mal hier auch Fehler sagen oder Fehler machen, okay? Es ist schon richtig lange her, dass ich One Piece angeschaut habe, also die Wahrscheinlichkeit ist da sehr hoch, dass ich da auch hier und da ein paar Namen oder Orte oder sonstiges vergessen habe. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Aber
zurück zum Thema. Ich weiß auf jeden Fall, dass Pirate Warriors 1, also wie ich schon da gesagt habe, den Anfang der Serie übernimmt. Und es dann, ich glaube, mit Marineford-Schlacht dann endet. Wo Ace und Whitebeard da noch vorkamen. Das Verrückte ist, dass dieses Spiel auch sogar, ich glaube, über 7 oder 10 DLCs auf PlayStation Network hat. Man kann die dort alle runterladen. Dort gibt es auch zusätzliche Kostüme und ich glaube auch sogar ein paar Challenges auch noch zu absolvieren. Aber was den Story-Modus angeht, ich glaube, da gibt es nicht so vieles, außer Kostüme und ein paar Challenges. Schon und Kais. Jetpistole. Damit ist Pazifista Geschichte. Rank S. Absolute Meisterklasse. Aber ja, das ist Tutorial, also habe ich auch da nicht so viel erwartet. Luffy, komm her! So ist es, Ruffy. Du wirst auf jeden Fall ein Piratenkönig. Ja, Tutorial haben wir abgeschlossen. Ich würde mal sagen, ich speichere das mal kurz. Ja, ich würde sagen, machen wir mit der nächsten Episode weiter.
かしルフィさんはお強い。戦っているお姿を見ていると私胸が躍ります。骸骨だから胸ないんですけど。やっぱ面白いなお前。ああそういえばルフィさんも悪魔の実を。ああゴムゴムの実だ。ゴムだから伸びるんだ。ゴムで伸びるってだけじゃ戦闘向きに聞こえねえが。海賊になるために鍛えたからな。ところでサンジどこ行った？肉が足りねえのに。俺ももっと強くなりてえぞ。ルフィどうやって鍛えたんだ？きっと私たちにはできない鍛え方よ、人として。あお、そらつまり変態ってことか？ルフィ変態なのか？だがイーストブルーにいた頃より格段に強くなってんじゃねえか？そうよね、変な技も増えたし。お前らだって強くなったじゃねえか。それよりサンジどこだ？なあ、ナミが強くなったのは俺が作った武器によるところが大きいわけだが。しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもんな。うっさいわね、昔の話じゃない。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ肉おかわり。時は大海賊時代、伝説の海賊王ゴールドロジャーが残したワンピースをめぐり、多くの海賊たちが己の誇りをかけて戦っていた。その戦いに身を投じた一人の少年がいた。少年の名はモンキー・D・ルフィ。悪魔の実を食べゴムゴムの実の能力を得たルフィは海賊王になるという大望を胸に故郷の村を旅立った。最初に訪れた町で剣豪海賊狩りのゾロを仲間に加えると、二人は海図もないままグランドラインを目指して航海を続ける。しかしその途上でルフィは鳥にさらわれゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ港町にたどり着いたルフィは海賊道家のバギー一味に追われる海賊専門の泥棒ナミと出会ったのだ。港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女海図を返せ。うわあ、何あー助かった。おおやぶ、助けに来てくれたのね。あとは任せたわな。Alles klar. Dann fangen wir mal an. Wir befinden uns jetzt hier in Orange und müssen hier Nami aushelfen. Und ja, hier werden wir schon, wie die Beschreibung da uns erzählt hat, hier werden wir auf den Buggy, den Clown, hier treffen. Ja, an den kann ich mich da noch richtig gut erinnern. Vor allem das Verrückte ist noch, ich habe dann später auch sogar erfahren, ursprünglich sollte Buggy, der Clown, nicht Buggy, also mit B-U-G-G-Y heißen, sondern ursprünglich wollte man ihn mit B-O-O-G-I-G-I-I nennen. Aber der Macher von dem Anime, von dem Manga und dem dann dem Anime, Ichiro Oda, hat dann auch später durch einen Film erfahren, dass dieser Name schon ja, verwendet wurde. Über Krafttechniken. Ah, okay, durch vier kommt's, ist klar. Kannst den Steuern kann sehen. Ja, kein Problem. Dreieck und drücke Dreieck und Viereck.
Die Jungs wollen mir auf jeden Fall hier keine Zeit lassen, oder? Ach, Mist. Aber auf jeden Fall hat sich dann Ichiro Oda dann dazu entschlossen, ihn als Buggy zu nennen, anstatt Bogi. Fällt sich seine Lebens- und Spezialangriffsanzeige wieder vollständig auf. Na, ah, das ist gut. Ja, hier können wir auch Level-Ups bekommen mit unseren Charakteren. Nicht nur mit Ruffy, sondern auch mit anderen One Piece Charakteren. Sollen die ruhig. Ja, hallo Nami. Gom Gom Ballon. Drücke R1, um die Einzelaktion auszuführen. Alles klar, damit können wir dann die ganzen Projektile dann hier dann zurück auf den Gegner werfen. Beziehungsweise auch zurückschießen. Gut geklappt. Du hast Schatzkisten aufbrechen, indem du sie angreifst. Ist klar. Ah, sogar Gesundheit. Das ist gut. Das ist gut. Übrigens, geht es nur mir so oder sieht Buggy der Clown wie Pennywise aus dem Roman S aus und auch aus dem Film? Als ich ihn damals gesehen habe, dachte ich mir so, ist das Pennywise? Weil der sieht schon irgendwie, ich sag jetzt mal nicht so ähnlich, aber schon ein bisschen ähnlich aus. Okay, Speicherpunkte, das ist gut. Was hat sie vor? さて、ナミ、
おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。何？てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。Der Fanliebling ist angetroffen. So. Tja, Jungs, das kommt davon, wenn man sich mit Zoro anlegt. Je mehr kommt, desto mehr erledigen wir. Also seine Spezialaktion ist richtig hammercool. おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。じゃあ、あんたはどうすんのよ。了解。Ist klar, wieder Buttons mischen. Oi, Tenka da! Yose! Shut up! Ore tachi ga mezasu no wa Grand Line. Kore kara sono kaizu wo mou ichido ubai ni iku. Nakama ni natte kure.海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならないわ。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。Alles klar, jetzt haben wir Nami und Zoro in unserem Team. Crewschlag. L2.
bei dem ihr beide gemeinsam angreift. Hört sich gut an. Kannst du deinen aktuellen Partner freigeben? Alles klar, also kurz gesagt Teamwork. Ich nehme Zoro. Ich möchte mal mit Zoro das Ganze jetzt mal ausprobieren. Also ich weiß, so wie ich es das da verstanden habe, ich muss auf jeden Fall diese Dassenfolge da ausführen, und wenn ich die ausgeführt habe, dann kann ich dann Zoro dann spielen. Ist klar? Ja, jetzt kommt der Crew-Schlag. Nice! Okay, also dieses System gefällt mir. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt, aber das war schon, viele Jahre her. Also ich habe da auf jeden Fall schon einige Details bestimmt auch vergessen. Also kann ich mich jetzt auch nicht an alles hier richtig gut erinnern, da ich das Spiel da sehr, sehr, sehr schnell durchgespielt habe. Oh, da ist sogar eine Schatztruhe. Alten Münze. Ja, die Münzen, das ist auch ein sehr interessanter Gegenstand hier in diesem Spiel. Und nein, diese Münzen sind nicht unsere Währung, sondern die sind was ganz Spezielles. Sogar auch was Cooles. Ich muss nach oben. Und die haben dann Nami angegriffen. Legt euch nicht mit Nami an, ihr Mistkerle. Kann sich Ruffy vielleicht eine neue Gum Gum Aktion einfallen lassen. Na dann los! Auf den Abschuss vor. So Kanonenkugel auf Kanonen zurückfallen lassen und sie zerstören. Ah, okay, dann muss ich Gam Gam Ballon dann benutzen. Mist. Ja, hier muss man das perfekt timen. Mhm.
ギーを。勝手に行くのはいいけど、海賊はあんたが全部倒していってよね。うるせえな。分かったよ。ゴムゴムのロケット、よっと、よっ、よっ、よっ、ゴムゴムのキャノン、よっ。よし、今度はあっちに行くぞ。Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Wenn das Visier angezeigt wird, während du in der Luft bist, dann bewege es über das Ziel und drücke die angezeigte Taste. Okay, dann versuchen wir das mal gleich. Also man muss hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schnell agieren, was diese Quicktime-Events und sonstige Tastenkombinationen hier angeht. Man muss hier auf jeden Fall sehr schnell agieren. Tja, Überraschung! Feinde mit einer Markierung über ihrem Kopf können erfasst werden, indem du R3 drückst. Ja, ich glaube, ich komme damit aus, ohne dieses Ding da klar. Okay. Offiziere der Piraten, ey. Okay, dieses Mal habe ich es mit 3 Geschützen zu tun. Da kommt Buggy, der Clown. Schockmarkierung. Kommandogeist kannst du ihn betäuben und kampfunfähig machen. Okay. Alles klar, komm her, du Pennywise Wannabe. Ohne Witz, er hat schon so eine kleine Ähnlichkeit mit Pennywise. Stellt euch das mal vor, One Piece als Horrorfilm. Und Buggy, der Clown, übernimmt dort die Rolle von dem Monster. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird. Dann werden die Fans dann sich fragen, okay, was schauen wir jetzt uns hier bitteschön an? Wobei die Idee ist gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube nicht, dass da alle mitmachen werden. Die Fans werden da bestimmt
entweder sauer sein oder die werden sich da fragen, okay, haben die Macher jetzt da etwas geraucht oder was? Okay, der hat auf jeden Fall ein paar Überraschungen parat. Drücke X während deiner Abfolge von Angriffen, wenn du die Distanz zu Feinden verringern möchtest. Um die Abwehr der blau leuchtenden Feinde zu durchbrechen. Okay, ja, es klappt irgendwie, nehme ich mal an. Ist nicht so leicht, aber ich versuche es gerade. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Wenn er da dann blau leuchtet, dann muss ich dann nichts drücken. Guten Flug, Buggy. S-Rang. Perfekt. Also das war auf jeden Fall richtig mega cool. So, das sind diese Münzen, von denen ich davor gesprochen habe. Die wirken als Boni. Und mit diesen Bonis können wir dann unser Leben, unsere Stärke und unsere Ausdauer dann verbessern. Nami-Münze, Buggy-Münze, versteckt sogar diese Technik. Strohhut. Ruffys handgemaltes Zeichen. Und Sanjis Zeichen. Ein Stern bedeutet natürlich, dass es nur Anfänger effektiv. Vier Sterne ist komplett Meister. Level 4. Ist klar. Leben und Angriff und Verteidigung haben sich erhöht. Perfekt. So, jetzt können wir die Münzen hier einsetzen. Wie ich schon davor gesagt habe, Leben, Angriff und Verteidigung, aber in diesem Fall auch Ausdauer, auch anders genannt. Genau, je mehr die Sterne eine Münze, desto besser ist das. Ja, welche Münze nehme ich? Ich nehme mal Ruffy-Münze. Später können wir die auch sogar kombinieren. Das wird auch noch richtig spaßig. Mhm. Alles klar. Ja, sehr geehrte Zuschauer und Damen, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit diesem ersten Part von One Piece Pirate Warriors. Und wir sehen uns dann im nächsten Part beim Let's Play One Piece Pirate Warriors. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird weitergehen.